Jo, hallo zusammen, wieder beim Jesaja. Ich habe heute einen Gast hier, die Carmen heute, aus Deutschland, sagen wir mal. Ne? Ja. Und die Carmen war bis vor kurzem Bilanzbuchhalterin, stimmt das so? Ja. Internationale Bilanzbuchhalterin. Ah, okay, du wirst uns dann gleich noch ein bisschen sagen, was das heißt. Und hat dann eben letztes Jahr so eine Wende gemacht und ich finde die Geschichte sehr interessant. Und darum werden wir, was diese Wende ist, darauf kommen wir dann noch. Ja, und weil ich das eine sehr interessante Geschichte finde, habe ich sie gebeten, sie uns zu erzählen, damit nicht nur ich sie kenne. Ne? Weil man kann auch, also diese Prozesse, die sind immer sehr individuell und doch auch haben sie allgemeine Züge. Und von den allgemeinen Zügen können wir alle profitieren. Und von individuellen Vorbildern auch. Ja. Wo hat das denn bei dir angefangen? Bevor wir da gleich so auf In Medias Res gehen, machen wir mal ein bisschen die Vorgeschichte. Wann hast du angefangen zu merken, dass irgendwas nicht stimmt? Wie ist das bei dir gelaufen? Auslöser auf jeden Fall war 9-11. 9-11, also 2001, die zwei Flugzeuge in den Tower. Okay. Wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Auch diese ganze Berichterstattung. Und wie es dazu gekommen ist, also irgendwas fand ich schon, habe ich immer gefühlt, da stimmt irgendwas nicht. Und war dann halt auch schon mal immer so auf der Suche nach in alternativen Medien etc. Und da kriegt man ja doch schon viel mit, wie zum Beispiel das Gebäude 7, was noch gar nicht runtergekracht ist, aber es wurde schon in den Nachrichten berichtet. Ja, genau, solche Fehler, dreiviertel Stunde zu früh, solche Sachen, wo man gedacht hat, Moment mal, irgendwie irgendwer macht jetzt hier irgendwas für seine Interessen und aber nicht für die Menschen irgendwie. Hier stimmt irgendwas nicht. Und also du warst eine aufmerksame Beobachterin der ganz normalen Nachrichten eigentlich. Ja, genau, aber halt auch kritisch schon immer gegenüber den Nachrichten, weil also Nachrichten, es muss was nachgerichtet werden. Also irgendwas stimmt da nicht irgendwie so. Und ja, wie gesagt, du hast ja meinen Job angesprochen und in dem Bereich kriegst du halt super viel mit, wie viel Gelder fließen, wie viel Milliarden man bucht. Ich habe halt auch immer im großen Konzern gearbeitet später. Erklär vielleicht mal ein bisschen, was das heißt, weil wir sind alle sehr alternativ und Bilanzbuchhalterin. Ich habe, glaube ich, 5-mal nachfragen müssen, wie ich das Wort ausgesprochen konnte. Also ich kenne Finanzbuchhalter oder aber Bilanz, erklär das mal ein bisschen. Ja, also Finanzbuchhalter ist einfach der Buchhalter, der dann die ganz normale Buchhaltung macht. Und der Bilanzbuchhalter erstellt dann aus der Buchhaltung die Bilanz her, mhm. ne, wo dann am Ende des Jahres der Wirtschaftsprüfer kommt, der dann nochmal checkt. Und aufgrund dessen werden ja auch Steuererklärungen gemacht, aufgrund dieser Bilanz. Und die werden halt auch eingereicht. Und da siehst du halt schon, dass Firmen ganz andere Möglichkeiten haben. Das heißt, im Konzern hast du nicht eine Firma, sondern das ist total verschachtelt, bis zu 65 Firmen, Unterfirmen. Und der Gewinn wird dann einfach immer wieder weitergegeben an irgendeine Muttergesellschaft, die dann vielleicht in Irland ist, wo dann gar nicht so viele Steuern gezahlt werden. Oder auf den Cayman-Inseln etc. Und da fließen halt Milliarden und du denkst dir halt, wieso müssen die nicht normal Steuern zahlen, wie unser einer? Also wenn du jetzt noch arbeiten gehst in Deutschland, wenn du jetzt Steuerklasse 1 bist, hast du 40-50% Steuerabzüge. Direkte Steuerabzüge anhand, die kriegst du ja gar nicht ausgezahlt. Wenn du jetzt nicht selbstständig bist, wenn du jetzt angestellt bist. Aber du zahlst ja dann nochmal Steuern, wenn du einkaufen gehst, 20% Mehrwertsteuer. Wenn du tanken gehst, Mineralölsteuer. Wenn du dir Zigaretten holst, Tabaksteuer. Und dann denke ich mir, boah, so viele Steuereinnahmen, aber immer noch so viel Elend auf der Welt und so viel Armut und es wird immer schlimmer. Also die Reichen werden noch reicher, die Armen werden noch ärmer. Was macht der ganze Staat mit dem Geld halt? Also du bist eine von den Leuten, die wirklich sehen oder gesehen haben, wo das Geld wirklich hingeht und wo es herkommt und zwar weltweit. Also nicht nur da eine Firma, nicht nur genau, Betriebswirtschaft, viele Studienkollegen haben Betriebswirtschaft studiert, aber das ist eher sehr klein. Du machst das weltweit, oder? Ja, genau, weil Konzern ist ja meistens so, dass du überall auf der Welt Firmen hast und die Mutter sitzt dann zum Beispiel in Amerika oder in Irland oder auf den Cayman-Inseln. Okay. Das geht dann weltweit, diese Konstrukte, ja. Ja, wir wollen jetzt da keine Finanzschulung machen. Aber ich habe es faszinierend gefunden, dass du das wirklich von innen kennst und nicht nur darüber redest, dass irgendwo Geld verschwindet. Nein, du kennst die Zahlen. Ja? Genau, das ist schon ein ganz anderer Einblick in die Welt. Und da hast du ja gesagt, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten,
dass du auch bemerkt hast, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, weil... Was sieht man denn da eigentlich? Ja, du siehst halt, dass zum Beispiel im Finanzbereich, also wenn du so einen großen Konzern hast, dann hast du natürlich auch eine Treasury-Abteilung. Das heißt, die kümmern sich nur um Zinssätze, um Swaps, um die Währung abzusichern. Das heißt, wenn ich jetzt was in Amerika kaufe, ist es ja ein US-Dollar. Mhm. Und du kannst dir dann aber schon bei der Bank den Kurs sichern. Ja, per Swap etc. Also so genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber ich weiß, dass die zum Beispiel auf Zinsen sinken, wetten halt. Ja, du kannst, und dann kannst du halt Gewinne machen. Ja, das sind diese berühmten CEO, diese Wetten, die da 2008 schon zur Finanzkrise geführt haben. Ja, und auch diese Derivate haben da auch irgendwas mit zu tun. Und dann denke ich mir, und der Sozialbereich auf der anderen Seite bekommt kaum Geld. Ja, also die Leute, die da arbeiten, die wirklich Menschen pflegen oder sich um Menschen kümmern, kriegen einen Hungerlohn. Also man kann die Ungerechtigkeit wirklich sehen. Genau, ja, und spüren auch. Also ich habe es dann auch gespürt irgendwie. Und im Finanzbereich machst du Millionengewinne oder Milliardengewinne durch irgendeine Wette, auf irgendeine Spekulation. Und mittlerweile wetten die ja auch auf Rohstoffe etc. Und das ist ja echt super gefährlich eigentlich. Also, wieso ist das gefährlich? Ja, wenn die auf Rohstoffe, das brauchen wir ja zum Leben teilweise, ja, und die treiben die Preise einfach so in die Höhe durch irgendwelche Spekulationen, ganz genau, und das ist dann schon gefährlich für uns Menschen halt, weil wir müssen immer mehr zahlen. Also dein Gespür finde ich auch sehr interessant, du sagst doch immer wieder, dass du Sachen spürst, also du hast irgendwie immer schon so ein Gespür gehabt für richtig und falsch oder was für ein Gespür? Ja, richtig und falsch, sage ich glaube ich, gibt es so nicht, aber für Ungerechtigkeiten oder mit gesundem Menschenverstand, dass das dann nicht mehr normal sein kann halt, ne? Oder so, ich weiß, kann das nicht erklären, aber so, es kommt aus dem Inneren heraus. Okay. Ja. Jetzt mal so, und dann hast du mir erzählt, dass die große Wende war eigentlich letztes Jahr, oder? Ja, 2018. Ja. Genau. Was ist denn da passiert? Ich hatte dann ganz beim Spaziergang mit dem Hund mit mir selbst gesprochen irgendwie, weil ich halt auch merke, dass diese Medienwelt, also diese Mainstream-Medien, irgendwo ja nichts... alternativ zulassen, beziehungsweise du wirst dann direkt defamiert als Verschwörungstheoretiker oder als Spinner oder als Nazi oder als Rechts, wenn du irgendeine Meinung hast oder sagst, hier läuft irgendwas falsch. Und dann hatte ich so einen Punkt, wo ich sage, ich komme hier nicht mehr weiter, was soll ich machen? Wie soll ich den Leuten das versuchen zu erklären, wenn die Medien sagen, ja, nee, das ist ein Spinner oder so halt, wie komme ich da weiter? Und da hatte ich so wie so eine Berührung aus dem Himmel, wie so ein Finger, der runtergekommen ist in mein Herz. Und den hast du auch wirklich gespürt? Den habe ich total gespürt und da habe ich richtig gemerkt, okay, alles klar, ich bin nicht alleine, ich muss mir keine Sorgen machen, ich bin auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall eine höhere Kraft, sage ich mal, weiß ich nicht halt, ne? Und ja, das hat mich total berührt und hat mir dann aber wieder Mut gegeben und Kraft gegeben, total. Und dann hatte ich halt nochmal so eine Erfahrung, ganz kurioserweise auf der Toilette. Ja, und da kam dann wirklich wie so ein goldener Strahl aus dem Himmel, der wirklich 40 oder 45 Minuten angehalten hat. Und 40 Minuten? Ja. Das würde man im Mittelalter bereits eine Vision nennen. Wenn ich nicht kenne, ich war mal Theologe oder ich bin es immer noch. Ja, aber da bin ich wirklich von vielem erlöst worden und auch mit einer Gnade, die mir da... Weil natürlich jeder macht ja in seinem Leben auch mal Fehler oder so. Und ich bin halt katholisch erzogen worden. Und da war es halt so, ne, da bist du ja eigentlich schon, wenn du auf die Welt kommst, bist du ja schon Sünde. Ist ja schon eine Sünde so ungefähr. Und dann, wenn du dann auch noch Fehler machst... das hat mich schon immer, da habe ich immer gedacht, ah, ich bin nicht so, oder ich habe es nicht verdient, oder ich bin ein schlechter Mensch, weil ich das und das gemacht habe. Und mein innerer Kritiker ist auch sehr harsch immer. Aber das hat sich alles, in diesen 40 Minuten, das hat sich alles irgendwie, als ob es so weggeschwommen wäre. Und da kam einfach diese bedingungslose Liebe, egal was du mal gemacht hast oder so,
Gott liebt dich trotzdem, bedingungslos. Und Gott möchte eigentlich, so interpretiere ich das, dass du dich genauso bedingungslos liebst und so akzeptierst, wie du bist, mit all deinen Fehlern halt. Und danach hat sich mein ganzes Leben irgendwie komplett geändert. Also ich konnte, nach dieser Erfahrung konnte ich kein Fleisch mehr essen. Also keine Tiere mehr essen, keine Milch, Käse. Vegetarierin geworden oder Veganerin? Veganerin eigentlich. Okay. Weil natürlich, es gibt ja auch, wenn man so forscht, in Bereichen jetzt vom Geld her oder vom Staat her, mit den Verträgen, wie das läuft, da gibt es ja, man kann ja überall so tief forschen, das ist ja der Wahnsinn, man findet ja immer irgendwas. Und natürlich gibt es halt auch Satanismus hier. Kinderopfer, Menschenopfer. Kinderopfer, genau. Haben alle solche Geschichten gehört. Und dann denke ich mir, ich prangere das irgendwo an, dass es sowas gibt. Aber auf der anderen Seite esse ich halt immer noch auch Tiere. Okay. Und ja, und aber nach dieser Erfahrung ging das auch gar nicht mehr. Also, ja. Gut, das heißt, du hast dein Leben komplett umgestellt. Aber gehen wir mal vielleicht noch kurz aufs Leben im All ein. Wo würdest du sagen, kommen diese Botschaften jetzt her? Kommt das jetzt direkt von Gott oder kannst du dir da noch was anderes vorstellen? Du hast mir auch mal von diesen Plejadenbüchern erzählt. Ich finde es immer wichtig, das auch ein bisschen zu betonen, ja. Das geht gern unter. Ja, ja, ich hatte dann auf alternativen Sachen irgendwie, bin ich auf so ein Buch gestoßen, Lichtbotschaften von den Plejaden und danach hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe Kontakt zu den Plejaden. Ja. Also du hast das Gefühl, aber du hast Kontakt zu den Plejaden. Ja, aber ich glaube... Plejaden, wer es nicht, die sind eh sehr bekannt zwar, aber das ist das Siebengestirn, das sieht man bei uns am Himmel. Ne? Also ich habe daraus eh schon, darüber rede ich eh viel, dass der Himmel eigentlich im Weltraum sein könnte und unsere Engel auf anderen Planeten wohnen. Also das kommt jetzt mir sehr entgegen, deswegen habe ich die Carmen auch gebeten, hier zu reden. Weil das ist genau das, von dem ich auch immer rede. Ja? Der Himmel, ja, der ist oben oder unten, je nachdem. Er ist halt im Weltraum. Das ist... Kann auch eine andere Dimension sein. Ich fange jetzt nicht an mit der Lebensblumenkugel und die Dimensionsleute, das wäre jetzt zu viel. Aber das sind genau die, du hast genau diese Erfahrungen, die das genau bestätigen, dass du sagst, du hast das Gefühl, du bist mit den Plejaden in Kontakt. Dein ganzes Leben hat sich umgedreht und was du erzählst, sind die klassischen Gotteserfahrungen, die jeder Katholik, wenn er halbwegs ein bisschen charismatisch ist, nachvollziehen kann. Mhm. Ja? Ja. Und das finde ich ein sehr schönes Zeugnis. Ja. Was haben dir diese Plejaden oder was haben dir diese Bücher und diese Connections gebracht oder was? Ja, einfach nochmal, ich hatte schon inneres Wissen und ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß irgendwie, dass ich schon mehrmals gelebt habe. Ich kann jetzt aber nicht erklären, woher ich das weiß. Es ist einfach in mir drin irgendwie, es fühlt sich so an. Und also jede Geburt ist da auch im Boot. Ja, ja. Das ist schön, denke ich auch, ich bin auch schwer davon überzeugt. Und diese Bücher waren einfach so eine Bestätigung, so, ja, von wegen, genau, irgendwie gibt's, ist nicht nur, dass wir hier sind, sondern dass auch noch andere Zivilisationen gibt. Manche Menschen denken vielleicht, naja, wir sind die Einzigen, ja, im Universum. Viele, das denken, ja, und das ist definitiv nicht so. Okay. Ja. Wie kommst du auf zu dieser Sicherheit, dass es nicht so ist, dass wir nicht allein sind im Universum? Wieso bist du da so sicher? Ich bin es auch, aber versuch du mal das zu sagen, weil ich gehe auch um und erkläre das den Leuten. Aber was macht dich so sicher? Wenn man sich jetzt mal allein nur die Milchstraße anschaut, okay, wo wir leben, in unserer Galaxie, die Milchstraße, da sind wir am äußersten Arm, ist unser Sonnensystem. Okay. Und unser Sonnensystem ist ja eigentlich schon krass, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit, zu dem äußersten Planeten zu fliegen. Das ist einfach zu viel, das schaffen wir nicht. Das heißt, Technologie nicht, mit den geheimen Technologien würden wir vielleicht, schaffen, natürlich, ja. Aber jetzt mit unseren Technologien. Es ist eigentlich so groß für uns, weil es ist so weit entfernt. Aber wenn man sich die Milchstraße anguckt, dann ist das nur der äußerste Punkt. Das heißt, es gibt noch so viel anderes. Und dann zu denken oder zu behaupten, wir sind die Einzigen, das wäre ein bisschen... ja, das wäre wirklich vermessen. Vermessen, ja. Ja, total. Und ich hatte auch schon immer ein komisches Gefühl, wenn ich in den Nachrichten so früher, als ich klein war, so Raketen gesehen habe, die dann ins Weltall gegangen ist. Da habe ich immer so, was machen die da? Wir kommen doch von da. Richtig, das ist eine schöne Geschichte. Erzähl ich nochmal so.
Also du hast schon als Kind gewusst, dass wir Menschen aus dem All kommen, ja? War das ja, also ich fand es immer komisch, wenn ich eine Rakete gesehen habe oder die in den Nachrichten das gezeigt haben. Dann fand ich, was machen die denn da? Wir kommen doch von da. Warum fliegen wir jetzt mit so einer komischen Technologie, mit diesem Treibstoff, was ja nun wirklich nicht so besonders fortschrittlich ist und auch nicht gesund ist und auch sehr viel Geld kostet. Da wären wir wieder beim Geld. Wieso machen die das? Ja, das hat mich dann auch schon immer. Aber ich kann es halt nicht erklären, ich kann es anderen Leuten nicht erklären. Es ist einfach mein inneres Gefühl oder mein inneres Wissen. Und die Menschen, so ist ja auch unsere Wissenschaft, akzeptiert ja nur hundertprozentige Beweise. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es viel mehr gibt, auch dieses Feinstoffliche. Ja, genau, die Chakren, Aura und Äther, wenn man den Kanal kennt. Wir haben eine Aura, wir sind im Äther mit anderen Planeten verbunden. Die haben auch die Technologie herzufliegen, die sind auch hier. Wir sind im feinstofflichen Bereich. Also was man Heiligen Geist nennt, theologisch, ist sehr wahrscheinlich eine messbare physikalische Materie, die vermutlich von der Sonne kommt und ihre von der galaktischen Sonne kriegt. Und das kommt dann wahrscheinlich schon irgendwo von Gott. Das ist dann außerhalb des Universums. Ja, darüber rede ich sonst wo eh recht viel. Und das ist sicherlich eine feinstoffliche Welt, mit der wir uns auch erst anfreunden müssen. Wir müssen erst lernen, dass es diese feinstoffliche Welt gibt, dass man die schon gemessen hat. Vollkammer, Barbara M. Brennan und die ganzen Namen, Alexander Popp, Nassim Haramein. Eine ganze Wissenschaftsliste gibt es da schon, was die Wissenschaft nicht anerkennt. Ja? Und das ist eine Frechheit eigentlich. Ja, aber ich denke, mit der Quantenphysik jetzt werden diese Sachen messbar und erklärbar, nur der Mainstream ignoriert es halt noch, natürlich. Weil es ihm ja nicht hilft, weil er seine Macht verliert. Weil wenn wir alle uns darauf besinnen, woher wir kommen, wer wir sind und uns verbinden, dann brauchen wir keine Nachrichten mehr. Ja, da kommen wir wieder auf Telepathie etc., sodass man sich seine Informationen selbst aus der Quelle holen kann. Oder von den Plejaden. Oder von den Plejaden etc., genau. Ja. Das wäre ja das, was man in der Orthodoxie die göttlichen Energien nennt. Das geht jetzt wieder in meine Palamas-Ding, habe ich auch eigene Playlisten dazu. Auch das ist messbare Energie und wir können Kontakte herstellen über das. Ja, genau, ja. Da könnte man ewig lang philosophieren. Ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Also bist du noch Bilanzbuchhalterin? Nee, ich habe sowieso 2014 hatte ich mich selbstständig gemacht als Bilanzbuchhalterin, weil wie gesagt, du ja auch super viel als Angestellte hast du ja auch gar keine Möglichkeiten, irgendwie dein Geld ein bisschen einen Spielraum zu haben. Deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Dann bist du schon mal ein bisschen unabhängiger vom Finanzamt. Du musst natürlich immer noch Steuern zahlen, aber du kannst es ein bisschen steuern halt, auch ein bisschen mit den Ausgaben etc. Deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und am 30.11.2018 habe ich dann den letzten Auftrag beendet und seitdem mache ich nichts. Ich habe alles, gar nichts mehr. Ich habe jetzt alles... weil ich auch gemerkt habe, je mehr du besitzt, desto mehr Energie wird benötigt, auch wenn du das nicht merkst. Aber jedes Teil, was du besitzt, zieht dir irgendwo im Unterbewusstsein etwas Energie. Und natürlich, jetzt, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, kann ich mir das auch alles gar nicht leisten. Auto, Motorrad, Eigentumswohnung etc., das habe ich alles gehabt. Und somit habe ich alles verkauft. Du hast alles verkauft und einen Job aufgegeben und... Genau, ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr. Also ich habe jetzt von 103 Quadratmeter Stadtwohnung auf 70 Liter Rucksack. Ja, genau. Also alles eigentlich losgelassen, außer noch so ein paar Klamotten. So, ich würde mal sagen, so für eine Woche habe ich Klamotten und ansonsten nichts mehr. Besitze also so habe ich sie auch mehr kennengelernt, mit einem Rucksack. Ja, und so bin ich jetzt, natürlich habe ich jetzt noch ein bisschen Geld aus dem Verkauf. Ja. Von den Sachen. Und damit wollte ich mir jetzt einfach mal ein bisschen auch so die Welt anschauen, Freunde besuchen, die etwas weiter weg wohnen, Family habe ich auch im Ausland. Und jetzt bin ich seit dem 1.12. so unterwegs halt, ne? Und besuche mal hier und besuche mal da. Und im Moment besuchst du mich. Im Moment besuche ich dich, genau. Weil auch in diesem Bereich Buchhaltung
hast du sehr wenig Urlaub, weil du musst jeden Monat den Abschluss machen. Am dritten Folgetag des Folgemonats muss der Abschluss stehen. Das heißt, du hast auch nicht so einen Spielraum, wo du Urlaub nimmst. Wenn du jetzt einen Jahresabschluss hast, dann hast du zum Beispiel, ich konnte nie in meinem Leben über Weihnachten und Silvester Urlaub nehmen. Das geht nicht. Das ist im Finanzbuch, in der Buchhaltung ist ja Urlaubssperre. Ja, weil du dann einfach den Jahresabschluss machen musst und so. Und das habe ich jetzt einfach total genossen. Genieß deine Zeit dazu. Genau, weil Zeit, was ist auch Zeit? Ne? Zeit in der vierten Dimension, sagen wir, gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist, habe ich auch so dieses Gefühl, dass je mehr du im Augenblick lebst, hast du gar nicht mehr das, oh, die Zeit ging so schnell oder ne, etc., sondern du merkst es einfach gar nicht mehr so. Das ist ja auch ein bisschen das System, in dem wir leben. Das ist auch so ein Problem. Wir leben in einem System, das uns eigentlich versklavt. Ja. Genau. Wenn man das System durchschaut, dann haben wir ja, kurz gesagt, immer diese Elite, die eben das viele Geld hat, das sie immer berechnet hat. Und wir dürfen dann da arbeiten. Und du hast doch gesagt, diese Geburtsurkundengeschichten stimmen auch. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz meine Schiene. Mir sind diese Staatenlosen ein bisschen zu viel. Aber die Theorie scheint zu stimmen. Die Geburtsurkunde gibt viel Geld her. Ja, es ist praktisch so, die handeln mit unseren Geburtsurkunden an einer speziellen Börse auf der City of London, wo keine Gesetze gelten, sondern nur deren Gesetze. Also die englischen Gesetze gelten für dieses Gebiet in London nicht. Das ist genauso wie mit dem Vatikan. In Rom, ja, ist ein eigener Staat im Staat, da gelten halt auch nicht die Gesetze von Italien, die machen auch ihre eigenen Gesetze und die handeln da praktisch, weil du findest in der City of London alle Staaten gelistet. Ich glaube, noch zwischendurch gilt das für Washington auch. Für Amerika, ja, auf jeden Fall. Weil man sagt immer diese drei dunklen Zentren der Welt. Die Religion wird beherrscht vom Vatikan, das Geld von London, da kennst du dich aus. Und der Washington soll die Kriege und die Politik leiten, die drei Eliten der Welt. Das stimmt bestimmt, aber auch im Vatikan hast du super viel Geld. Ja. Ne? Das heißt, das vermischt sich dann auch, glaube ich, alles ein bisschen. Ja, wir waren bei den Geburtsurkunden, die werden in London irgendwie gehandelt. Ja, wir haben ja auch in Deutschland die deutsche Börse oder den DAX, so wie die Firmen da gehandelt werden. Mhm. Ja, machen sie einen guten Abschluss, dann steigt die Aktie oder haben sie eine Innovation, dann steigt die Aktie, dann wollen sie alle das haben zum Beispiel. Aber wir Menschen sind ja eigentlich der Wert hier auf dem Planeten, weil wir erschaffen ja alles. Wir gehen ja arbeiten, wir erwirtschaften ja alles. Und zwar, wenn es stimmt, seit den Anunnaki-Zeiten, das ist biblisch die Adam- und Eva-Geschichte, die in der alternativen Seite meistens als Anunnaki gehandelt wird, die ja die Menschen als Genzüchtung erschaffen haben, nicht aus Lehm. Was aber, das muss ich auch, wenn ich schon erwähnen, ergänzen, nicht die einzige ist. Wir haben fünf, also wir haben die schwarze Rasse, die weiße, die gelbe und die rote. Das sind verschiedene Geschichten. Die Anunnaki-Story deckt nur die weiße Rasse ab, bitte auch zu bedenken. Im Internet findet man viele Videos, wo dann die Anunnakis die ganze Menschheit erklären. Das funktioniert auch nicht. Aber wir haben diese Versklavung des Systems, muss man auch das Judentum erwähnen, ursprünglich über das Judentum, heute sind da verschiedene Gesellschaften mit beteiligt. Und diese Eliten gibt es auch in China, diese Eliten gab es in allen Kulturen, die werden hochgezüchtet. Das ist das System, wer David Wilcock kennt, es wird die Elite gesucht, als Elite erzogen, versorgt mit den notwendigen, was auch immer, ich Gold. Macht und Gold sagen. Macht und Gold und dann die Kontrolle. Und so werden die Planeten, nicht nur die Erde, so werden viele Planeten erobert und beherrscht und das System regiert bei uns seit 6000 Jahren. Erfindung des Geldes in Babylon, glaube ich, ne? Dann Erfindung des Gottkönigtums, mehr so, naja, kann man jetzt Ägypten oder Babylon auch, Ägypten würde ich mal sagen, dann Babylon, Rom und dann hat man Jesus zum Gott erklärt, ne? Weil halt der König auch Gott sein muss, nur Jesus ist halt praktischerweise tot und der ist halt aber auch nicht Gott, ne? Halt auch so. Übrigens haben nicht die Plejaden proklamiert, Jesus könnte von den Plejaden sein? Ich habe das Ich habe nur gehört, also ich habe nur so, das ist einfach nur ein Lichtwesen. Also ich bilde mir ein, ich habe mal in einem Video gesehen, dass die Plejaden gesagt haben, er ist einer von ihnen. Aber gut, es gibt auch Leute, die behaupten, er kommt vom Arcturus. Ne? Gibt es auch. Aber ich habe mal von den Plejaden was gehört. Na, jedenfalls ist Jesus ein hohes Lichtwesen, das uns hilft, so wie Krishna und die anderen Jungfrauengeburten, aber eben nicht Gott bei mir. Ja gut, die Geburtsurkunden in London. Mhm.
Wo sind wir da stehen geblieben? Ja, die werden, da werden wir da gehandelt praktisch. Da werden wir Menschen gehandelt. Der Staat sagt dann, oh, eine Neugeburt, ein Baby, bla bla bla. Und dann hat das das und das den Wert. Und dann wird das erwachsen und dann hat es einen anderen Wert, ne, weil es dann arbeiten gehen kann, etc. Okay. Und ja, und das wird da gehandelt. Und ich, wenn du jetzt, und ich habe mir schon immer gedacht, zum Beispiel bei uns in Deutschland sind halt auch viele, die nicht arbeiten, die aber da trotzdem das Geld kommen, wie machen die das oder wer bezahlt das alles? Weil wir haben auch, wir sind gar nicht so viele Nettozahler. Das hast du auch mal eine Zahl genannt, 15 Millionen würde ich sagen, glaube ich, in Deutschland noch. Ne? Also dann denke ich mir so, wie kann das überhaupt noch funktionieren? Also, und dann siehst du halt zum Beispiel so eine Abrechnung vom Arbeitsamt. Ja, du kriegst halt als Hartz-IV-Mensch kriegst du die Wohnung bezahlt und 350 Euro oder so. Und die machen aber eine Rechnung an die City of London und kriegen 4.250. Hm. Ziemlich krank. Also nochmal, 4.250 kriegen die... Der Staat. Für dich. Und 400 irgendwas, 500 Euro kriegt dann der Mensch. Genau. Also das ist eine... Verzehnfachung eigentlich. Genau. Der Staat kriegt 10-mal so viel Geld wie der Mensch. Genau. Ja. Genau. Es wird einfach nicht weitergegeben. Ja. Und, das ist eine Frechheit. Das ist auch so bei jedem, zum Beispiel, wenn man einen Krankenwagen rufen muss oder so. Es wird alles abgerechnet bei der City of London. Es wird alles da abgerechnet. Und das läuft alles in London, auch für Deutschland. Ja, ja. Auch für, von Italien. Die sind da alle gelistet. Und es ist auch so, wenn du dir. Es ist auch nicht mehr so, dass eigentlich. Unser Steueramt sollte ja eigentlich ein Amt sein, also hoheitliche Aufgaben. Aber wenn du das erforschst, ist es alles firmenmäßig. Der Staat also auch die Länder ist. Sind auch die Firmen. Länder sind Firmen, ja, genau. Okay. Ja. GmbH hast du gesagt, heißt das? Ja. BRD GmbH. Okay. Also aber man wird natürlich, wenn man sowas sagt, wird man von den Medien sowas von. Als bescheuert abgeklärt, dass man darüber sehr wenig spricht. Jetzt gibt es ja Leute, auch in meiner Umgebung habe ich das, die geben dann gleich einen Reisepass zurück und machen irgendwie, sind dann Staatenlose. Mhm. Mir war das zu steil. Ich habe gedacht, ich bin doch Teil der Gesellschaft. Ich will sie zwar ändern, ich will das auch, dass die Offenlegung unserer Kontakte ins All bekannt werden und so. Mhm. Und auch die Wirtschaft sich irgendwie ändert. Ich fördere das ja alles, deswegen sitzen wir ja da. Aber jetzt gleich staatenlos und... Die wie würdest du sagen, wie soll man damit umgehen? Du weißt das alles, was macht man damit? Was soll man machen? Ja, ich habe auch ziemlich lange überlegt. Einen Personalausweis, den habe ich, als ich das. Die deutsche Sprache ist, finde ich, so aufklärend eigentlich. Personalausweis. Ja. Ja, du bist das Personal der Firma BRD GmbH. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich ihn zerschnitten und habe ihn nie wieder benutzt. Oh, das ist auch radikal. Also, du bist auch eher auf der. Alternativ so. Also okay. Natürlich, aber natürlich reise ich jetzt und dann brauche ich natürlich einen Reisepass. Ja. Aber da steht jetzt keine Adresse von mir drin und es steht da auch kein Personalausweis. Also ich kann damit besser leben mit dem Reisepass. Okay. Als wie einfach für mein Gefühl. Okay. Ja. Aber natürlich bei Staatenlos, die Leute haben natürlich recht. Und zwar fragt man sich, es gibt so viel Geld auf der Welt. Aber im Endeffekt besitzen das nur 1% der Menschen. Und 99% haben weniger Geld. Wie 1%. Also das ist so eine Schieflage und es ist so krank. Und wenn man sich dann denkt, wir haben doch Menschenrechte und wie kann das denn überhaupt sein? Und dann forscht, dann wird man feststellen, dass man nicht als Mensch vor Gesetz gilt, sondern als Person. Und die Person darf versklavt werden vorm Gesetz. Das heißt, selbst wenn ich Sachen anprangere und sage, Mensch, das stimmt doch überhaupt nicht, wir sind Mensch und ich gehe zum Menschengerichtshof, ja, das ist ganz schön, aber da ich per se bei der Justiz als Person gelte und Person ist nun mal ein Sklave, wird das alles nicht ernst genommen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir haben so viel, also es ist so viel Geld im Umlauf, aber warum ist denn so viel Armut noch da? Weil wir einfach, weil das einfach nicht den Menschen gehört. Wir erwirtschaften das für eine Elite, die damit in schwarzen Kassen Projekte macht, geheime Technologien, auch freie Energie. Wir sind ja auch noch, also was ich so auch gehört habe, wenn man jetzt so ein bisschen Kontakt hat mit aus dem All oder so, dann hört man immer, ja, so ein rückständiger Planet von den Technologien her, 50 Jahre mindestens zurück. Mindestens. Tesla schon hat das alles angefangen. Genau.
Und laut David Wilcock sind wir das Afghanistan im Universum für die Galaktische Föderation. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Weil ich habe auch mal so gehört, so, wir machen alles auf Verbrennung. Ja. Mit Feuer halt Verbrennung. Aber es gibt halt auch das Gegenteil, diese implodieren. Ja. Implodierte Kraft. Ich meine, wir haben, das ist halt auch sauber. Ja. Halt. Und wir haben ja, also wer sich meinen Kanal ein bisschen umschaut, wenn man das englische Quellen anschaut, wir haben ja anscheinend diese ganzen sagen wir, Weltraumprojekte, wir haben Marsstationen, wir sind auf dem Mond, wir sind auf dem Jupiter, wir haben Kontakt zur Venus, wir haben Reisen zum Mars gehabt, ich habe Zeugnisse von allem gefunden schon. Aber das ist halt alles, offiziell gibt es das alles nicht. Wir haben das, ja, ja. Aber es gibt's, für uns gibt es das nicht. Genau, also im Geheimen. Eine geheime Welt. Ja. Das ist ja auch so, dass dieses 1% oder diese Blutlinien, die schon seit 2.000 oder 3.000 Jahren auch immer nur in ihrer Blutlinie halt heiraten etc. und das alles immer weitergeben, dass die dass sie halt einfach auch viele Geheimnisse einfach nicht preisgeben. Also es wird dann unter der Hand weitergegeben, dieses Wissen. Ne? Aber für uns gelten halt super viele Gesetze, wo ich bei mir sage, man muss eigentlich nur die kosmischen Gesetze. Das sind halt wirklich die Gesetze. Ja. Ne? Anziehung, Ursache, Wirkung. Ursache, Wirkung, die obersten zwei universellen Gesetze, wenn ich mich nicht irre, alles dürften ist Geist. Die Liebe sein und die Wahrheit. Ja, ja, genau. Das dürften die obersten zwei universellen Gesetze sein. Und der Geist ist natürlich bestimmend für die Materie, da bin ich ganz bei dir. Das ist dann in allen Welten so, wir haben diese Aura. Und dann die Freiheit alleine schon ist etwas, was nur noch auf der Erde gilt. Allein die Freiheit ist, oder es gibt eben so Planetengesetze, die für jeden, aber die suche ich selber noch. Mhm. Bei uns gilt die Freiheit. Auf anderen Planeten scheint das so zu sein, dass es gar nicht so viel Verbrechen gibt, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, weil die Gesetze dort, die geistigen Gesetze, weil du sagst, alles ist, es sind geistige Gesetze, ja, die aber eben auch Physik sind. Ja. Genau, also wir haben ja, man sagt ja immer, die Erde hat den freien Willen. Ja. Ne? Und es gibt auf jeden Fall andere Planeten, die haben nicht den freien Willen, die werden geleitet von der Liebe oder von der Wahrheit und da hast du dann nicht so Probleme. Ja. Glaube ich so. Also das hört man ja von den Plejaden, von Arcturus und von anderen Guten, sowas. Ja. Ja. Die Anunnaki und die Reptilien scheinen sich da aber nicht dran zu halten. Also es muss auch da draußen Leute geben, die sich eben nicht dran halten. Das ist ein Grund, warum ich nicht so ein Stephen Greer-Typ bin, weil es muss auch diese negativen Wesen geben, sonst hätten wir keine Anunnaki-Geschichten und kein das ganze Geld. Ich soll Planeten ganz ohne Geld geben. Auf Andromeda gibt es angeblich gar kein Geld. Ja, also ich glaube, dass wir auch viel mehr Fähigkeiten haben, als aber dass uns das natürlich nicht gelehrt wird. Zum Beispiel teleportieren, manifestieren. Ich habe auch gemerkt nach dieser Erfahrung, dass ich hier total die Kraft habe. Ah, die Chakren, genau, ist auch eine schöne Geschichte. Ja, und das wird dann halt richtig heiß und wie so, als ob da Licht durchkommt und so. Und ich glaube schon, dass man viel mehr machen kann, dass wir zu viel mehr fähig sind, aber dass natürlich die Elite dann die muss dann nicht mehr da sein. Darf ich das ein bisschen betonen? Weil ich finde, du bist so ein richtiger charismatischer Christ ohne charismatischer Christus. Das ist genau das Gleiche. Weil Charismatik, ich komme ja daher, ich komme aus diesem katholischen Zirkel. Ja. Und wir haben auch Leute, ich habe auch Menschen geheilt. Wir machen das mit Handauflegung. Ja. Oder das ganze Priestertum lebt von der apostolischen Sukzession. Ja? Mhm. Wir legen Hände auf. Und da ist die Energie, das sind die Chakren, das ist zwei der 21 Nebenchakren, ne, die wir haben, mit denen wir die Heilenergie oder was auch immer wir eben denken oder beten, können wir übertragen von Mensch zu Mensch. Ah, auch das Priestertum, das ist wirklich eine Sukzession. Aber auch Heilkräfte, aber man kann sich auch negativ denken, das wäre dann Missbrauch. Ja, natürlich, es geht, das ist halt der freie Wille, du kannst halt auch sagen, nee, möchte ich nicht, möchte in eine andere Richtung gehen. Ja. Du hast halt hier die freie Wahl. Aber gut, du kannst natürlich mal ins Negative gehen, das ist halt dann, machst du was für dich, schadest du anderen Menschen, aber irgendwann, weiß ich nicht, muss jeder selber auch rausfinden oder merken, Moment mal, ich tue mir selber nicht gut, weil wenn ich jetzt sauer auf dich bin oder du machst und ich klatsch dir eine, dann klatsche ich mir selber eine, weil eigentlich sind wir geistig alle verbunden und ja. Du hast immer so schöne Trigger. Wir sind alles eins, das ganze Universum ist eine Einheit. Schon Platon hat vom Äther gesprochen, der alles miteinander verbindet. Ja, den Äther hat man sogar nachgewiesen im 20. Jahrhundert, sogar 1986, wurde sogar in Nature Magazine publiziert. Den Äther gibt's. Das weiß auch keiner. Ne? Ja. Wir sind alle in Verbindung und dieser Äther verbindet scheinbar auch alle Planeten, so wie die Ursuppe des Universums. Wir sind alle in einer großen Verbindung miteinander. Das ist auch eine physikalische Verbindung.
die geistiger Natur ist, aber es ist eben eine geistige Physik. Ja. Ich könnte schon wieder anfangen zu kurbeln. Ja. Ja, man kann da, bekommt dann auch Bewusstsein, ne? Ja, alles ist Bewusstsein halt und da haben, die haben ja auch so Tests gemacht mit Atomen, das ist, kommt ja jetzt auch mit dieser Quantenphysik halt, ne? Dass du, dass die Atome sich anders verhalten, wenn du sie beobachtest. Das heißt, die Atome sehen oder raffen es, wenn du sie beobachtest. Und wenn du sie beobachtest, verhalten die sich anders. Also wenn ich das kurz auf den Punkt bringen darf, das war Werner Heisenberg 1919, das ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Ja. Ihr merkt schon, ich bin der Wissenschaftler, Theologe und sie ist die Finanzbuchhalterin mit ihren Erfahrungen. Ne? Und ich finde das wunderschön, dass man das endlich mal ergänzen kann, weil vom Geld habe ich keine Ahnung. Und ich habe halt ein bisschen einen wissenschaftlichen Background. Also das Doppelspaltexperiment, das wurde 1919 von Heisenberg offiziell, es gibt frühere Exemplare auch, und das ist, wenn du Licht, ein Lichtphoton durch zwei Metallschlitze schießt, dann normalerweise ist da hinten ein Wellenmuster, sind da sieben Linien. Ne? Wenn du aber eben, wie du sagst, das beobachtest, mit bewusster Unterbrechung arbeitest, also du zuschauen willst, ne, mit einer Kamera, kannst du machen, aber dann hast du hinten kein Wellenmuster mehr, sondern eben nur noch zwei Linien. Und das ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, nennt man das in der Physik, in der Quantenphysik. Das ist eine der Basisexperimente der Quantenphysik. Und dann kommt eben raus, der Geist steuert die Materie. Licht ist sowohl Welle als auch Teilchen. Ne? Ja. Teilchen, Welle, Welle-Teilchen-Dualismus. Und das hast du gerade beschrieben. Ja. Das ist das, wo wir mit unserem Geist die Materie oder das Licht sogar beeinflussen können. Das ist unsere Macht. Wir sind irrsinnig mächtige Wesen. Ja? Ja. Diese Elite hätte eigentlich keine Macht über uns, wenn wir uns Geist zusammenschließen und uns die Freiheit nur wünschen. Ja. Wir brauchen nur daran zu denken, dass wir frei sein wollen und es ist unaufhaltbar. Ja. Es ist ja schon manchmal so, wenn ich jetzt mal an jemanden, an meine Freundin denke oder so, sehr intensiv und denke, ach Mensch, was macht sie denn und bla bla. Und wie oft, in dem Moment ruft sie an. Ja, das ist wie Geistesübertragung. Genau, das sind alles so Sachen, Geist herrscht über Materie. Bevor etwas Materie entsteht, muss ja im Geiste die Idee sein. Das heißt, wir sind alle geistige Wesen und wir haben eigentlich die Macht über die Materie. Das Problem ist, die Elite zieht uns in so eine materielle Welt, dass wir sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ne? Und nur dann sind wir was, so ungefähr. Also komplett verdreht eigentlich. Ja, und also ich habe jetzt gemerkt... Das heißt, ein wichtiger Schritt ist einmal, so wie du das zu machen, sich frei zu machen von diesen materiellen Bindungen, das wäre ein Schritt. Ne? Genau, weil ich habe halt auch Auto, Motorrad, ne, alles besessen, aber in diesem Job habe ich natürlich auch am Tag 10 bis 11 Stunden mit Fahrt 12 Stunden gearbeitet. Ich habe ja gar keine Zeit gehabt, Motorrad zu fahren, also ich bin 3000 Kilometer im Jahr gefahren, das ist nicht viel. Ja. Okay, wenn du das sagst. Ja. Weil du einfach nicht die Zeit hast und am Wochenende, du kommst dann freitagsabends nach Hause und bist so müde, so war es bei mir immer, dass ich freitagsabend schon nichts mehr gemacht habe. Da habe ich nur auf der Couch gelegen. Und dann Samstag, Sonntag, die Tage gingen so schnell vorbei, dann pennst du auch bis mittags, dann ist der halbe Tag schon vorbei und montags musst du wieder arbeiten, diesen Stress. Und dann habe ich mir gedacht so, was mache ich hier eigentlich? Für wen mache ich das? Ich habe doch selbst nicht wirklich was davon. Die viermal Motorradfahren im Jahr, die ich dann mache oder so. Wofür? Und dann kommt man wieder auch zu der Theorie halt, Moment, ich werde ja nackt geboren, ich sterbe nackt. Für wen arbeite ich dazwischen? Also für wen mache ich mir diesen Stress und die opfere meine Zeit? Also wenn ich muss manchmal meine Kirche auch noch verteidigen. Der Vatikan mag voll mit Satanisten sein, das weiß ich nicht so genau. Man hört viele Geschichten und ich kann mir das gut vorstellen. Aber es gibt auch so die Franziskus. Was du gemacht hast, ist eigentlich der Weg des Franziskus oder Dominik. Oder in modernen Zeiten die Schwestern des Lammes machen das heute auch. Also es gibt durchaus immer wieder diese Idee, und das ist eine große Quelle von Heiligkeit immer schon gewesen, das Verzichten auf den Wohlstand. Ja. Franziskus war auch ein sehr gut begüterten Haus. Also eigentlich ist das, was du machst, der Weg des Franziskus. Okay. Auch immerhin sehr berühmt geworden. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass alles an der katholischen Kirche schlecht ist, nur... Ja, aber fangen wir mal am Glauben. Bei der Kirche bin ich mir nicht so sicher, was sie überhaupt brauchen. Also bei mir war das so, wie gesagt, katholisch erzogen. Ja. Aber was mich gestört hat bei den Katholiken war, oder bei der katholischen Kirche, der Steuerbeitrag und die Kirche halt, an sich dieses Gebäude halt, wo ich dann reingehen muss. Weil irgendwie hatte ich immer, oder auch meine Gespräche mit Gott oder so, meine innere, dafür brauche ich keinen Cent zu zahlen, um mit Gott in Kontakt zu gehen. Und ich brauche nicht in ein spezielles Gebäude zu gehen, um an Gott zu glauben.
Ja, die Kraft des Geistes ist halt stärker, wenn man sich in Gruppen trifft. Also was natürlich schon, was auch ein bisschen der Kern des Ganzen ist, das ist nicht Priester, Bischof, das könnte man, da sind die Protestanten uns, glaube ich, voraus, das kann die Gemeinde unter sich ausmachen, da muss keine Hierarchie existieren. Aber das Treffen der Menschen zum Gebet ist halt stärker, als wenn es einer alleine macht. Natürlich, weil wir alle miteinander verbunden sind und dann natürlich mehr Kraft haben. Aber du kannst halt auch, das mache ich jetzt in der Meditation, wenn du sagst, ich habe die Absicht, mich mit allen Meditierenden zu verbinden oder so, dann kannst du ganz allein in deinem stillen Kämmerlein sein und bist trotzdem verbunden. Und ich merke das auch, diese Kraft halt. Ich meine, die Kirche hat auch die Diözesankirche, muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen persönlich. Das ist immer mein Widerspruch. Ne? Meine persönlichen Erfahrungen sind ziemlich gut, auch im Diözesanenbereich und natürlich bei den Klöstern. Größtenteils natürlich habe ich inzwischen auch Erfahrungen, ja, die haben auch Allkontakte und sagen es uns nicht. Viele Leute leiden auch darunter, das wäre eine eigene Geschichte, nicht? Aber ich weiß, dass viele, viele Menschen in der Kirche wirklich versuchen, ihr Bestes zu geben, um der Menschheit zu helfen. Meistens die einfachen Christen, meistens die einfachen Leute. Die einfachen Leute, genau. Ja. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch diesen Marker 2012, da war ja auch so ein Marker, viele haben ja gesagt, die Welt geht unter, weil die Mayas das gesagt haben, aber die Mayas haben ja nicht gesagt, die Welt geht unter, es wird sich einfach nur was verändern und das war halt einfach Bewusstsein. Und da ist es ja auch so, dass wir Menschen 99% ja gar nicht wollen, dass irgendwelche Kriege stattfinden oder dass Flüchtlingsströme entstehen oder so. Wir wollen das ja eigentlich gar nicht. Das will ja eigentlich nur die Elite, beziehungsweise, wenn ich Elite sage, heißt es auch gleichzeitig, das Geld will das eigentlich. Weil ich glaube, hier auf der Welt ist schon Nummer 1 das Geld, Nummer 2 die Medien und Nummer 3 die Politik. Und das sind alles Marionetten des Geldes. Da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass du mit deinem Gefühl und deinem Gespür ausgestiegen bist. Weil wenn man das vor sich hat, Medien, Geld und Politik, da muss man aussteigen. Ja, weil ich habe mich auch schon früher immer für Politik interessiert, aber es war halt immer so, da ich habe mir immer gedacht, Mensch, die müssen jetzt hier was regeln, weil wir haben jetzt ein Problem und die schnauzen sich an, die können nicht miteinander normal sich unterhalten. Und das Witzige ist, die keifen sich dann an, weil es dann rot und wenn es grün ist, die anderen sind schwarz, ich weiß es nicht, giften sich an irgendwie, aber abends, nach der Diskussion, gehen sie alle in die Kneipe und trinken Bier zusammen. Ja. Und dann denke ich, dass denen ist ja an dem Wohle der Menschheit gar nichts gelegen, weil natürlich haben wir alle Unterschiede, aber wir sind ja trotzdem eine Einheit. Wir haben alle einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine, also gehören wir alle zur Menschenrasse. Egal ob jetzt gelb, schwarz, Muslim, Christ, Hinduist, SPD, CDU, Linken, Rechten, so, ja. Wir sind alle Menschenrasse und ich glaube, die Elite hat einfach auch, man kann natürlich, wenn man die Menschen teilt, kann man herrschen, weil die Menschen unter sich bekämpfen, sich bekriegen und man muss auch immer sagen, an einem Krieg verdient das Geld immer zweimal. Immer doppelt, weil die gehen, die bauen den Widerstand auf und den eigentlichen... Die Geschichte, dass immer beide Seiten finanziell unterstützt werden. Genau. Also das Geld verdient immer zweimal an einem Krieg. Ich habe es nur gehört, dass die CIA im Irakkrieg sowohl den Irak als auch den Iran Genau. Die forcieren das ja auch. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dass wir uns nicht mehr teilen lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht sagen darf, Mensch, das finde ich jetzt aber ungerecht oder wie die jetzt behandelt werden etc. Weil wir werden ja auch ungleich behandelt vorm Gesetz. Es ist etwas anderes, wenn ich in Deutschland als Deutscher eine Straftat mache, als wie ein aus Afghanistan oder ein Türke oder so. Das wird anders behandelt. Das sieht man einfach. Es ist aber gewollt, damit der Hass untereinander entsteht. Ja. Das ist damit wir wieder beschäftigt sind, boah, die werden so behandelt, boah, das finde ich ungerecht, und so können die herrschen ohne Ende und wir sind beschäftigt mit unseren Differenzen untereinander und die müssen wir alle mal beiseite legen und merken, dass unser Feind eigentlich das Geld, die Medien und die Politik ist. Darf ich das aufgreifen? Der Weltfrieden ist, wenn ich da jetzt, ich glaube, es ist wieder Wilcock, hernehmen kann, die erste Bedingung für die Aufnahme in so eine galaktische Gesellschaft, eine intergalaktische, ist der Weltfrieden. Ja. Solange wir das nicht erreicht haben, dass wir es wirklich schaffen, miteinander auszukommen, egal welche Nation oder Religion, solange kommen wir da nicht weg. Ja, oder kommen wir nicht höher, würde ich sagen. Genau. Oder werden wir nicht aufgenommen.
Auch die Flüchtlingsströme sind ja teilweise künstlich erzeugt, damit bei uns die Aggression steigt. Ja. Teilweise durchaus zu Recht, weil wirklich manchmal kriminelle Elemente da sind. Ich bin aber auch in der Flüchtlingsarbeit sehr tätig. Es gibt sehr viele echte Flüchtlinge und das zu unterscheiden ist momentan fast unmöglich. Fast unmöglich, aber ich würde schon sagen, dass so 10% echte Flüchtlingskrise ist und 90% ist eine Asylpolitik, ist eine Politik, die forciert wird. Und es ist echt schwierig da, aber wir müssen einfach lernen, natürlich, da bin ich mit Christian beim Diskutieren, wir müssen vor Ort helfen, wir müssen den Leuten aufbauen, aber solange das System intakt ist, ist wirklich der erste Wunsch muss sein, das System muss sich ändern. Genau, weil aber wir kämpfen gegen Windmühlen. Genau, das hatte ich auch, ne? Wo ich so fertig war, was soll ich jetzt noch machen, wenn die Medien alle zusammenhalten, es gibt auch nur 7 Nachrichtenagenturen, über die wird alles gesteuert. Das heißt, wie soll ich da Aufklärung machen oder die Leute sagen, deswegen sitzt man ja da. Ja, und das muss aber auch, jeder muss für sich dann halt sich ein bisschen ändern. Und ich finde auch, es hat natürlich auch innere und äußere Welt, spielt da auch mit rein. Mhm. Wenn ich möchte, dass die Außenwelt sich ändert, dann muss halt auch erstmal ich bei mir anfangen. Ich kann ja nicht mit dem Finger zeigen, hier, jetzt machen wir hier eine andere Politik oder so. Es ist am besten, wenn ich mal bei mir selbst anfange halt. Ne? Und ich glaube, so können wir die Welt besser heilen, wenn jeder bei sich schon mal ein Stück anfängt. Du hast 2012 erwähnt, da kann man das einsetzen. 2012 war der Wechsel von 250 Millionen Jahren. Das heißt, wir sind jetzt, es gibt ja oft so chronologische Abläufe, ne? Und wir können jetzt einen Neustart geistig, wir müssen uns das nur wünschen, dafür beten oder meditieren und diesen geistigen Prozess in Gang setzen. Wir können etwas starten, was seit 250 Millionen Jahren nicht mehr war. Ja. Und da sind wir längst in irgendwelchen Atlantis- oder Lemuria-Zeiten oder was auch immer. Ja? Ja. Aber gar nicht mehr in unserer Geschichte. Da gibt es kein historisches Vorbild mehr. Ja. Das ist, wieso 2012 so wichtig ist. Wir können nur mit der Kraft unseres Geistes, niemand muss da irgendwelche Streitigkeiten oder Kämpfe anfangen, das ist eine geistige Revolution. Genau. Wir können mit unserem Geist, mit unserer Kraft, und das ist das, was wir in allen Religionen lernen oder finden kann, mit der Kraft des Geistes ändert man die Welt. Ja. Das ist das, was wir zumindest versuchen zu machen. Ne? Genau, in Meditation etc. Und man merkt auch, dass man unterstützt wird von der Lichtwelt auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass 2012 halt so ein Marker war, dass die Lichtwelt auch gesehen hat, dass die Menschen, die 99% wollen halt keinen Krieg. Und wir deswegen auch Hilfe bekommen halt. Ne? Ja. So langsam habe ich das Gefühl, wir haben so einen Kreis, wir könnten da jetzt noch wahrscheinlich ewig weiterreden. Ja, klar. Aber es ist vielleicht auch mal sinnvoll, es einen Tag sein zu lassen oder so. Ja. Okay. Ja. Also du, ich danke dir vielmals, das war sehr erfrischend, wie in letzter Zeit ist immer mit dir zu reden, weil wir doch in einer selben, es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die sich da ähnlich bewegen, deswegen bin ich froh, dich zu kennen. Ich auch, ich danke dir und war auch mal schön, weil ich habe kaum Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Und das hat jetzt doch einmal ganz gut. Ja. Gleichfalls. Damit verabschieden wir uns wieder. Und wie immer, wenn jemand Kommentare geben will, sich beteiligen will, ich meine, wir haben uns auch hier kennengelernt im Internet. Und wenn sich wieder wer melden will, jederzeit gern, schreibt es mich unten an. Ich sage immer, bei halbwegs normalen Ausdrucksweisen schreibe ich auch gern zurück. Ne? So groß ist mein Zirkel jetzt eh nicht. Es ist nicht so, Millionen sind es nicht. Und deswegen schreibt einfach mal was, ich schreibe gern zurück, dann kommen wir mal in Kontakt, vielleicht kommt es auch mal her, wenn es so ähnlich geht und auch irgendwie so viel Erfahrung mit der alternativen Welt habt. Je mehr wir sind, desto mehr wir machen, desto schneller tut sich was. Denn gerade der deutschsprachige Raum wird sehr, weil die Deutsche, es gibt verschiedene Rassen und jeder hat eigene Kräfte. Ich sage immer, die Schwarzen sind zuständig fürs Wasser, die Gelben für die Luft und die Deutschen fürs Feuer. Und das Feuer ist mächtig, das ist schon kraftvoll. Und die Roten für die Erde. Ja, die einzige Form von Rassismus, mit der ich leben kann. Da ist jeder seine Rolle. Ja. Und gerade wir Deutschen müssen noch sehr aufwachen, noch sehr lernen, dass es da diese andere Welt gibt. Und auch die im Weltall gibt. Zunächst mal müssen wir uns um die Erde kümmern, aber wir haben auch Hilfe im Außen. Ja. Allgemeiner Aufruf zum Weitermachen, zum Kämpfen. Es steht ja anscheinend schon gut. Wir haben ja anscheinend schon gewonnen. Das Licht hat ja schon gewonnen. Wir müssen nur noch die Erde reinigen. Wir müssen jetzt, gibt ja mehrere Dimensionen und im Geiste, sag ich mal, ist das alles schon. Nur wir müssen es halt jetzt hier in der harten Realität manifestieren oder ändern halt. Ne? Du hast ja schon ganz schön geändert und manifestiert. Genau. Damit noch einen schönen Tag. Gottes Segen. Hört sich mal. Ja. Servus. Ciao.